Hallo und herzlich willkommen bei Ihrem Lokalfernsehen TV Mürz. Heute geht es bei uns um Natur, Musik und E-Bikes. Warum E-Bikes? Naja, wir sind heute zu Gast am Mürzer Stadtplatz bei E-Bock und wir schauen uns an, was es hier so Neues gibt. Ein Thema, über das im Fahrradhandel und bei den Bike-Fans oft diskutiert wird, ist das Thema E-Bikes für Kinder. Die Meinungen dazu gehen vielfach auseinander. Daher gibt es auch unterschiedlichste Gründe, die für E-Bikes bei den Kleinen sprechen. Das Team vom E-Bock, dem E-Bike-Kompetenzcenter am Stadtplatz in Mürz-Zuschlag, schwärmt von den ungeahnten Möglichkeiten, welche die robusten E-Bikes bieten und befürwortet aber noch mehr den Spaßfaktor, vor allem für die Kinder. Hallo und herzlich willkommen im E-Bock, dem E-Bike-Center in Mürz-Zuschlag. Mehr flitzen, weniger schwitzen, das ist unser Motto. Und diesen Leitspruch möchten wir heute auch unseren jüngsten Kundinnen und Kunden, also den Kindern der Familie, näher bringen. Daher darf ich euch heute unsere Kinder-E-Bikes der Marke Lapierre und unsere Kinderanhänger der Marke Thule präsentieren und vorstellen. Ab Juni wird es möglich sein, diese Kinder-E-Bikes bei uns im Verleih zu testen. Und wir freuen uns auf viel Interesse unserer Kundinnen und Kunden zu diesem Thema. Dankeschön. Einer E-Bike-Tour mit der ganzen Familie steht also nichts mehr im Wege. Beim E-Bock in Mürz-Zuschlag finden Kinder, Jugendliche, Damen und Herren eine gute Auswahl an E-Bikes sowie verschiedenen Fahrradanhängern. Vorbeischauen lohnt sich immer. Aufgrund der Corona-Pandemie lud die Johannes Brahms Musikschule heuer bereits zum zweiten Mal zu einem virtuellen Konzert mit den Lehrerinnen und Lehrern der Musikschule. Moderiert wurde das Konzert von Julia Leistendritt. Wir zeigen zwei Auftritte davon. Los geht's mit Blasmusik. Es beginnen unsere drei Trompetenlehrer Heinrich Reisinger, Wolfgang Leistendritt und Michael Koller mit dem schwungvollen Stück Bugler's Holiday von Leroy Anderson. Sie benutzen dabei die Doppelzunge. Das klingt dann so, als würden sie das Wort Decke ganz oft hintereinander sagen. Begleitet werden sie von Maria Lukiaki am Klavier. Thank you.
die Mürzer Au. Ein Naturjuwel, das vor allem im vergangenen Jahr an Bedeutung gewonnen hat. Um auf die Besonderheit dieses Naherholungsgebietes aufmerksam zu machen, lud der Umweltreferent den Mürzer Gemeinderat zu einem Informationsspaziergang in die Au. Auwälder sind überall beliebte Ausflugsziele. Auch wenn die Mürzzuschlager Au kein echter Auwald mehr ist, lockt sie dennoch viele Erholungssuchende an. Ein richtiger Auwald lebt eigentlich von der Überschwemmung, also von den jährlichen Überschwemmungen, so wie es früher eigentlich war. Das ist jetzt durch die ganzen Regulierungen, durch die Kraftwerke leider nicht mehr so gegeben. Höchstens einmal im Sommer bei einem Hochwasser. Aber grundsätzlich ist der Auwaldcharakter da erhalten geblieben. Bei einer Begehung mit Teilen des Mürzzuschlager Gemeinderats wurde einmal mehr auf dieses Naturjuwel aufmerksam gemacht. Heute bei diesem Forstbegang, und ich finde es eine gute Idee, dass man mal nicht auf die Berge steigt, sondern diese Au anschaut und ein bisschen drüber spricht, wird die Bedeutung noch einmal herausgeholt. Und es ist einfach so zur Zerstreuung eine wunderschöne Anlage, auf die wir schauen wollen, die wir schützen, die uns lieb geworden ist und wir eben immer wieder auch Bewusstseinsarbeit leisten wollen, dass man hier darauf achten soll, dass hier eben auf keinen Fall was gebaut wird. Das ist einfach ein wichtiger Teil Heimat ist. Aus allen Himmelsrichtungen kann man direkt in den Erholungswald eintauchen. Zum Sport, zum Familienausflug, mit den Vierbeinern oder einfach nur, um hier mal die Seele baumeln zu lassen. Die Mürzer Au ist ein geschützter Landschaftsteil. Sie trägt auch einen nicht unwesentlichen Teil zum Klimaschutz bei, indem sie große Mengen klimarelevanter Treibhausgase wie Kohlenstoffdioxid speichert. Das ist mitunter einer der Gründe, warum sich der Umweltreferent vehement gegen jegliche Art der Verbauung stark macht und setzt dabei auf Aufklärung statt Verbote. Es ist für jeden Platz. Es sind auch Räume geschaffen worden, mit die Hundefreilaufzone fahren, der Sportplatz. Rundum ist ja eh Angebot da. Es gibt den Waldemar Wurzel dadurch, es gibt eh so einen Lehrpfad. Dann eben für die Läufer, es ist alles markiert. Kleine, die Runden sind markiert mit der Kilometeranzahl. Wir haben da schon genug, wir müssen nur Acht geben, weil wir eh schon so viel haben, vielleicht ein bisschen sensibler da durchgehen und schauen, was für Vegetation das wir da haben, was haben wir eh schon für Angebote da, die nutzen und es muss da reichen, weil wenn wir eben, wie gesagt, zu viel eingreifen, haben wir es nicht mehr und dann zurück gibt es dann nicht mehr. Aufklären hilft meistens, Missverständnisse zu beseitigen. Mag so manch Auwaldbesucher sich über unordentliche Flecken im Wald ärgern, hat das aber durchaus seinen Sinn. Das Aufräumen, das war einmal, also dass man fast mit dem Besen durchgegangen ist und noch zusammengekehrt hat. Es ist ganz wichtig, dass vor allem Äste und auch Stammmaterial, das nicht verwendet wird, dass das im Wald verbleibt, dass das verrottet. Es ist wichtig für Kleinlebewesen, für Käfer und eben für den Nährstoffhaushalt des Waldes ist es ganz wichtig. Von Zeit zu Zeit hat man auch in der Mürzzuschlager Au, so wie in vielen anderen Teilen des Landes, mit Schädlingen zu kämpfen. Wir haben leider das Problem momentan mit Näschensterben. Wir haben schon etliche kaputte gesehen, die rot markiert sind. Die werden in der nächsten Zeit umgeschnitten, weil einfach die Sicherheit nicht mehr gegeben ist. Vor 15 Jahren haben wir leider das Ulmensterben gehabt. Da sind die meisten Ulmen jetzt schon ausgefallen, die hier einmal auch bestandesbildend waren. Aber wir haben Gott sei Dank noch die Buchen, die man da sieht. Ahorn ist noch genügend vorhanden. Zwischendurch ist Fichte. Und es ist eigentlich eine schöne Mischung. Und auch Jung und Alt, das sind ganz alte Exemplare. Da drüben sieht man noch eine große Buche, ca. 150 Jahre alt. Dann sind da ältere Ahorn vorhanden. Und man sieht aber auch, dass genügend Jungwuchs wieder aufkommt. Also der Auwald wird uns so erhalten bleiben in nächster Zeit. Eingreifen, wo es nötig ist, der Natur dennoch ihren Freiraum lassen. Am Ende sollten damit nicht nur Flora und Fauna profitieren, sondern auch jeder einzelne Zweibeiner. Von der Mürzer Au geht's zurück ins Kunsthaus Mürzzuschlag, wo uns Julia Leistentritt einen Schlagwerker mit seiner Marimba vorstellt. Heribert Prinz, Schlagzeuglehrer an der Musikschule, hat für seinen heutigen Auftritt das Solostück Yellow After the Rain für Marimba-Solo des amerikanischen Schlagwerkers und Komponisten Mitchell Peters ausgesucht.
Er schrieb dieses Stück 1971 für seine Schüler, da es zu dieser Zeit für die Vierschlägeltechnik kaum musikalisch interessante Musikliteratur gab. Das war die aktuelle Sendung von TV Mürz. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Alles Gute und bleiben Sie gesund.